Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Reinhard Kleist über seine neue Graphic Novel Nick Cave, Mercy on Me zu sprechen. Schönen guten Tag, Reinhard. Hallo. Wir sind heute in Hagen im Pelmke und das ist Teil deiner Lesetour. Du hast einen sehr kontrastreichen Tuschestil und bist der Biograf eigentlich der deutschen Comiclandschaft. Ist das eine Leidenschaft, die du früh entwickelt hast, oder wie hat die sich eigentlich ergeben, dass du dich auf Biografien spezialisiert hast? Naja, das hat sich eigentlich ergeben, als ich damals den Comic über Johnny Cash gemacht hatte, der dann auch ein großer Erfolg war. Das war eigentlich so meine erste große Biografiearbeit, sage ich mal. Also ich habe vorher so eine meiner ersten Arbeiten, war schon mal so ein Buch über H.P. Lovecraft gewesen. Das war auch komplett farbig. Das war ja immer so ausufernd, so Dave McKean, Bill Sienkiewicz-Style, und davon bin ich irgendwann wieder weggekommen. Also ich habe nur gemerkt, das war so eine Sackgasse, und habe mich dann halt wirklich mehr so auf andere Geschichten konzentriert, und eigentlich so richtig zu einem Erzählen von Biografien bin ich über den Johnny Cash-Comic gekommen. Es hat damals wahnsinnig viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Sich so ein Leben zu nehmen, Fakten oder vermeintliche Fakten, und sich dann da so durchzuschlängeln und sein eigenes Ding daraus zu kreieren. Dann habe ich andere Arbeiten gemacht, wie zum Beispiel Fidel Castro, der mich halt total interessiert hatte, weil ich so eine Reise nach Kuba gemacht hatte. Dann die Geschichte über den Boxer Herzko Haff, dann das Traum von Olympia. Und nach diesen ganzen düsteren, schweren Themen wollte ich dann mal wieder was Spielerischeres machen, wie eine Musikerbiografie, und kam dann auf Nick Cave. Was ja tatsächlich jetzt, auch wenn es spielerisch und eine Musikerbiografie ist, wie schon Johnny Cash eine Musikerbiografie war, ja trotzdem ein bewegtes Leben ist. Und du hast jetzt noch nicht so die morbidesten, schwersten Schicksalsschläge darin verarbeitet. Das Buch macht davor einen Cut, aber es ist eine sehr bewegte Biografie. Wählst du die Charaktere, deren Leben du darstellst, nach solchen Spannungen, nach so einem Potenzial aus? Ist es persönliches Interesse für das Schaffen desjenigen? Also steht mehr im Vordergrund, wie gut du es verarbeiten kannst, oder wie sehr es dich persönlich als Konsument angesprochen hat? Ich würde sagen, es kommt da wirklich darauf an, ob mich so eine Geschichte, ob mich da was reizt, damit was zu machen. Das war halt bei Johnny Cash halt absolut, dass er halt ein Geschichtenerzähler ist und dass er einer der besten Geschichtenerzähler in seiner Musik ist, in der Musikgeschichte. Bei einem Thema wie Fidel Castro, da war es halt die Auseinandersetzung mit dem Land, dann so mit den Themen Idealismus eigentlich, Idealismus und Realität im Grunde genommen, was mich halt auch wahnsinnig interessiert hatte. Bei dem Boxer war es halt so, naja, wie geht jemand eigentlich mit so einem Schicksal um, was er dadurch leben musste, dieses harte Schicksal, was er da als Überlebender des Holocaust hatte. Also es waren immer so Themen, die mich halt auch selber beschäftigt haben. Und bei Nick Cave war es dann halt natürlich auch wieder, dass der Mann ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler ist, also dass er auch sehr visuell arbeitet. Also bei mir lösen seine Songs und seine Erzählungen, auch seine Romane lösen bei mir immer sehr starke visuelle Bilder aus. Und damit wollte ich halt arbeiten. Und ich merkte aber ganz schnell, so auf den normalen Weg komme ich dem Mann eigentlich nicht nahe. Also dem werde ich halt nicht gerecht, wenn ich jetzt versuche, so nur seine Lebensgeschichte zu erzählen. Da muss schon ein bisschen mehr passieren. Das fand ich jetzt tatsächlich auch das eigentlich Aufregende an Mercy on Me, dass obwohl wir sehr viel faktische Geschichte haben, Charaktere, die ich lange kannte, bevor ich dein Buch in die Hand genommen habe. Klar, sind mir den Einstürzen, Neubauten ist mir Nick Cave schon mal begegnet. Aber du hast ja auch diese surrealen Sequenzen in diesem Buch, die es sehr reizvoll gemacht haben, finde ich. Und ich war mir nie so ganz sicher, inwiefern ich jetzt, und das meine ich nicht despektierlich, eine authentische Biografie habe oder inwiefern wir jetzt gerade die Geschichte einer Kunstfigur lesen. Wo hast du für dich diese Linie gezogen?
Es ist im Grunde genommen, ist es ja eigentlich der Nick Cave, den ich erfunden habe. Er hat, also ich hangele mich an Punkten seiner Biografie entlang, aber ich versuche eigentlich nie, da jetzt so zu sagen, so das ist jetzt so gewesen, so und nicht anders. So ich will nie da irgendwie sagen, das ist jetzt die ultimative Wahrheit, die ich da jetzt aufs Tablett bringe, sondern es ist immer irgendwie so eine Biografie, wo man halt schon ungefähr so sehen kann, so da kommt er her, so und da hat er dann das und das gemacht, so ist er dann der Nick Cave geworden. Aber er ist immer auch eine Kunstfigur und das hat natürlich auch damit zu tun, dass er ja auch die ganze Zeit eigentlich immer versucht hat, sich in ein bestimmtes Licht zu setzen. Also immer, er hat immer so an seiner eigenen Legende auch gearbeitet. Also gerade in den letzten Jahren, wo ja auch dann dieser Film rausgekommen ist, 20.000 Days on Earth, der einfach auch ein Geschraubsel an seiner Legende ist, an seinem Bild. Und ich habe mich auf dieses Spiel eingelassen, habe aber schon auch versucht, da mein eigenes meine eigene Vision da auch reinzusetzen in das Buch. Es gibt dann einfach Punkte, wo ich doch sehr große Ähnlichkeiten in den Schaffen entdeckt habe, nämlich was mich seit jeher an Comics, an Büchern total fasziniert hat, das ist, wenn man so ein Ding liest und man ist plötzlich ganz woanders. Man ist in irgendeiner Welt drin, man redet mit Figuren, die Figuren werden lebendig, die Welten werden plastisch und man verliert sich da drin. Und wenn einem Künstler das gelingt, dann ist er ja in diesem Kosmos sowas wie ein Gott. Er ist ja so ein Erschaffer von diesen Welten. Und das hat mich total geflasht, dass das bei Nick Cave halt auch total oft vorkommt, diese Idee über seine Kunst. Und damit habe ich dann in dem Buch gespielt. Also da geht es ja dann auch darum, dass er der Erschaffer ist von den Figuren, die ihm dann nachher vorhalten, naja, du hast uns erschaffen und dann bringst du uns am Ende um. Was hast du dir dabei gedacht? Und das fand ich so ein sehr schönes Spiel, wo ich dann noch eigentlich auch meine eigene Welt oder meine eigene Position als Künstler gesehen habe. Das ist ein schönes Bild. Und wenn wir bei reflektiertem Gottkomplex sind, wie fühlt es sich an als Comic-Künstler, wo Erfolg leider immer noch etwas sehr Relatives ist, wenn wir das mal mit Medien wie Kinofilmen oder wie Popmusik und Charts vergleichen. Wie fühlt sich's an, mit dem Buch auf den Cover des Rolling Stone zu kommen? Na, das ist schon echt sehr sexy, ne? Also, wenn man da so im Kiosk dann seine Zeichnung sieht. Ja, das fühlt sich schon gut an. Das ist halt auch sowas, was ich schon eigentlich am Beginn meiner Karriere als komplett naiver Mitte-20-Jähriger mir so gedacht habe, so, ah Mann, Comic, das kann doch, das ist doch total super, das muss doch irgendwie mal vorne stehen, warum ist es immer hinten in der dunklen Ecke im Laden und da muss doch mal irgendwie mehr passieren. Und damals bei meinem ersten Verlag, bei E. Harper, dann haben wir auch darüber geredet, so, ja, Comics müsste man mal irgendwie ein bisschen sexier machen. Ist aber alles nicht passiert. Also bei mir war es halt so, dass ich dann auch nach zwei Alben dann im Underground gelandet bin. Und jetzt habe ich aber eine Situation da, wo endlich das eingetreten ist, was ich damals mir kaum zu träumen gewagt hätte. Und ich sehe aber auch in Deutschland ist jetzt halt gerade wirklich eine Entwicklung da, wo halt der Comic aus dieser dunklen Ecke hinten nach vorne gewandert ist, wo endlich mal über Comics berichtet wird, wo Comics ernst genommen werden, wo es tolle Projekte gibt, die auch Erfolg haben. Es sind natürlich keine großen Blockbuster-Erfolge, aber das ist schon im Längen besser, als noch vor 15 Jahren war. Und vor allem auch, dass deutsche Künstler im Ausland übersetzt werden. Das war halt damals, war das gerade mal Ralf König, glaube ich, oder Matthias Schultheißen, da war es schon, das war schon Ende Gelände. Und jetzt werden ganz viele Bücher werden im Ausland auch übersetzt und haben auch Erfolg. Das ist tatsächlich ein schönes Thema. Etwas, was ich nämlich gerne Comic-Künstler frage, wenn ich die Gelegenheit habe, mit ihnen zu sprechen, ist, nenn mir mal ein
nach Möglichkeit, wenn du die Zeit dafür hattest, ein kürzlich erschienenes Comicbuch, das nicht von einem direkten Freund oder Verlagskollegen und gerne auch generisch weit von dir weg ist, das dich sehr beeindruckt hat, das du gerne empfehlen würdest. Weil im Grunde geht es hier ja um das Empfehlen von Comicbüchern. Der mich jetzt letztens wirklich so beeindruckt hat, ich kenne ihn natürlich auch persönlich, war Ralf König, Herbst in der Hose, wo ich wirklich am Ende von dem Buch gedacht habe, so, das ist wirklich einer der besten Geschichtenerzähler, die wir in Deutschland haben, dass der das wirklich hinkriegt, so ein Thema so zu erzählen, dass ich zum Teil laut gelacht habe und zum Teil halt wirklich auch fast geheult habe. Es gibt halt diese Szene mit der, wo er dann im der Konrad ist in einem Altersheim und spielt seiner Mutter da am Klavier vor. Und dann gibt es dieses eine kleine Bild zum Schluss, wo statt der alten Mutter plötzlich dieses junge Mädchen sitzt. Da lief es mir wirklich fast nass die Wangen runter. Das finde ich echt große Kunst, sowas zu machen. Das hat mich tatsächlich auch sehr beeindruckt, weil es eben diesen wahnsinnig eleganten, permanenten Spagat zwischen teilweise sehr derbem Humor und dann auch diesen echten großen Gefühlen, also nicht kitschig, nicht aufgesetzt, nicht das ist jetzt gerade anrührend, sondern weil es halt echte Gefühle ausgelöst hat. Also fand ich auch ein ganz tolles Buch, also ein Tipp. Ja, den liest man da und dann denkt man sich so, um Gottes Willen, ist bei mir auch so und dann irgendwie, das ist, also es hat mich halt wirklich so auf mehreren Ebenen halt wirklich angesprochen. Und das Irre ist ja, dass er im Grunde genommen eigentlich gar keine Geschichte erzählt. Ist jetzt nicht so wie die anderen Konrad und Paul Bücher vorher, wo dann immer so Drama und hier noch eine Affäre und sowas und so. Sondern eigentlich erzählt er gar keine richtige Geschichte, sondern erzählt halt nur von dem Älterwerden und was damit so zu tun hat. Und, das ist schon so eine Anekdotenfolge. Ist eine Anekdotenfolge, ist wirklich kein dramaturgischer Bogen da. Und trotzdem kriegt er einen so und man ist zum Schluss wirklich platt. Ich fand es auch total großartig. Im Moment machst du reichlich von dir reden mit dem Nick Cave Buch und hast davor mit deinen Biografien von dir reden gemacht. Ist das nächste, was wir von dir erwarten dürfen, wieder eine Biografie oder nimmst du dir jetzt mal die Gelegenheit, etwas komplett anderes zu machen? Okay, jetzt mache ich den Witz. Es ist also auf jeden Fall eine Biografie und oder eine an Biografie angelehnte Geschichte. Und jetzt habe ich ein Buch über Cash gemacht, über Castro, jetzt über Cave. Also es muss eigentlich wieder jemand mit C und A am Anfang sein. Also wer denn da? Gestern wurde vorgeschlagen Campino. Aber da bin ich nicht wirklich überzeugt von. Also wenn ihr den okay. habt, ne? C und A am Anfang, kommt ja auch bei Carlsen raus. Könnt ihr mir was zuschicken? Okay, also wir werden da so ein kleines Ratespiel unter dem Video draus machen, genau. Es heißt ja soziale Medien nicht, weil ich nur konsumiere, wie im Fernsehen oder in der Zeitung, sondern ich soll auch reagieren, liebe Zuschauer. Also raten Sie bitte fleißig mit, was wird die nächste Biografie von Reinhard Kleist, ein Name, der mit C und A beginnt. Genau, ja. Aber es geht nicht um die Textilkette. Ist noch keiner drauf gekommen. Ja, vielleicht, okay. Dann lässt sich bestimmt was machen. Könnte ich auch sponsern lassen. Rainer, ich danke dir für das sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch. Wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß noch auf deiner Lesereise. Dankeschön. Und hoffe, dass du noch vielen Menschen den Nick Cave durch deine Augen nahe bringen kannst. Danke sehr. Ciao, bis zum nächsten Mal.